Hallo Freunde, vorweg, dieses Mal musste ich leider nachvertonen, weil ich Vollprofi natürlich vergessen habe, das Mikro wieder auf Aufnahme zu stellen, nachdem ich weg war. Ich hoffe, das stört nicht weiter und jetzt beginnen wir das Spiel. So, was tun wir hier also? Blöderweise ist es bei mir wieder hell. Und jetzt suchen wir, glaube ich, noch nach einem Hinweis für den Zahlencode. Hier kann man das Licht einschalten und so weiter und so fort. Hier schalten es aus. Ach, wieder was im Hals sitzen. So, jetzt ist es hier schön dunkel. Ich erkenne hier fast gar nichts mehr. Es macht aber nichts. Ich habe noch keine Nachricht bekommen wegen der Kinder. Einige sollen Gestalten im Wald gesehen haben. Das ist ein Brief an Martin und der liegt dort auf dem Tisch, wie wir alle sehen. Ach, Nachvertrauen ist ein merkwürdiges Gefühl. Naja. Was muss, das muss. Das muss. Muss das? Ja, das muss. Ja. Oha, da unten steht was. Hell, Hölle. Auf Englisch. Äußerst suspekt. Aber wir untersuchen es natürlich nicht, denn das wäre ja viel zu offensichtlich. Dass da irgendein Schlüssel unter der Schrift liegt oder so. Der vorher natürlich nicht da lag. Die Tür ist abgeschlossen, aber sie hat einen Code-Dekoder an der Tür. Ja, hier versuchen wir jetzt gerade hell ins Zahlenalphabet zu übersetzen. H ist der achte Buchstabe, E ist der fünfte und jetzt zähle ich nochmal den L-Buchstaben nach. Aber da es jetzt einmal L ist, noch ein bisschen ausprobieren. Vielleicht hier die 11. L ist übrigens die 12 im Alphabet, deshalb habe ich da die 11 genommen, weil das zwei Ls sind, denn von beiden Ls zählt die erste Ziffer. Jetzt probiere ich das mit der zweiten Ziffer. Jetzt zählen wir sie, glaube ich, sogar nochmal zusammen und merken dann. Na, komm schon. 2, 4. Oh, das funktioniert auch nicht. Tja, was macht der gewiefte Abenteurer? Genau, er geht weg. Mensch, Junge, was machst denn du? Ah, Anfänger. Mensch. Boah, jetzt muss ich fast eine halbe Stunde nachsynchronisieren. Ich habe sowieso keine Zeit, fern. Ach, Beeilung! Na los! Ja. Oh Gott, und jetzt gehen wir auch noch wieder raus. Ah, Leute. Das könnt ihr doch nicht tun. Ja, hopp. Du Anfänger, du Erbärmlicher. Nee. Meine Güte. Ach, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es klemmt, so bekomme ich das nicht auf. Wunder über Wunder. So, die Lampen offenbaren uns auch nichts Neues, wie es scheint. Aber das Schöne ist, ich kann diesmal davon ausgehen, dass die Tonaufnahme garantiert synchron ist. Das ist schön. Nein, da hinten ist nichts. Geh wieder in die andere Tür. Mann. Gibt's doch nicht. Abgeschlossen. Ja, da ändert sich wohl nichts. So schnell. Meine Güte, da hat man irgendwas im Hals sitzen, da hat man Zeitdruck und dann muss man auch nachvertonen. Mann. Nein, da ist nichts. Geh zurück zur Schrift. Verdammt. Na los. Ach, ich zerstöre die ganze Atmosphäre. Verdammt. Entschuldigung. Geh da zur Schrift hin. Na los. Ich habe noch keine Nachricht bekommen, wie der Kinder einige solche Steine mal gesehen haben. Na und geh da unten hin. Geh zur Hölle. Dieser Schriftzug Hölle wird uns übrigens noch mindestens einmal mehr im Spiel begegnen. Hier kann man das Licht einschalten. Ja, wir machen es wieder an. Ja, dann nochmal der Martin wieder. Der Zettel offenbart dir nichts Neues, mein Freund. Ja. Was macht er denn jetzt? Ach so, jetzt probiert er den Code nochmal bei Licht einzugeben. Was natürlich Sinn ergeben würde, wenn es funktionieren würde. Mach hinne, bitte. Na los. Was ist? Na, ich habe keine Ahnung, was ich da erzählt habe. Aber wie man sieht, funktioniert der Code nicht. Und auch dieser Code funktioniert nicht. Und weil es so schön war, noch ein dritter Versuch. 8, 5. Na, 1, 1. Den hattest du schon. Anfänger.
Ich sitze hier noch im Hemd und alles. Mensch, das ist voll ungewohnt. Da ist nichts. Mensch. Ich sag schon wieder so oft, Mensch. Das muss ich mir echt abgewöhnen. Mich nervt das nämlich auch. Hier können wir das Licht einschalten. Wir machen es wieder aus. Und begeben uns bitte nach unten. Na los, wir brauchen Plot. Beeilung. Ach. Das ist doch so offensichtlich, verdammt. Aber hinterher ist man immer schlauer. Das ist immer so. Fast immer. Ja. Und ja, er hat's unter der Vase seine Zahl eingeritzt. Sie lautet 1012. Da habe ich mir dann nochmal die Hand vor die Stirn geschlagen und mich selbst verflucht und so und naja. 1012, vier Stellen, das passt hier rein. Wow. 1-0. Und 1-2. Na bitte, geschafft. Hui. Echte Helden. Geh da rein. Oh Mann, was hängt da? Eine Puppe? Sieht fast aus wie eine dieser Zombie-Gestalten. Erstmal gucken, ob wir irgendwas finden. Oh, ein Speicherpunkt, der rot wird diesmal. Ich habe keine Ahnung, ob das was bedeutet, was es bedeutet. Naja. Schleifspuren, ungewöhnlich. Was sagt uns das? Genau. Tja, das sagt uns, hier sind einige Batterien, die ich für meine Taschenlampe benutzen kann. Funktioniert. Yeah. Ach, wenn es auch wenigstens dunkel wäre, dann wäre es vielleicht nochmal gruselig. Komisch, hier ist alles. Scheint jemand reingeschnitten zu haben. Da ist ein Schlüssel drin. Könnte der Schlüssel für das Haupthaus sein? Das erkennt man sofort. Da hängt nämlich so ein riesiges Schild dran. Na. Okay, hier hat sich nichts verändert, wie es aussieht. Da habe ich mich jetzt fast nochmal verjagt. Das war schlimm. Da sieht man wieder, wie ich da die ganze Zeit stehen bleibe und mir. Oh Mann. Was geht da denn jetzt nochmal rein? Alter, was wollen wir? Ach so, nochmal speichern. Ja, haben wir ja noch nicht. Hä? Ich speichere echt ziemlich oft, kann das sein? Mensch. Nein, schon wieder nicht. Naja. Da ist nichts mehr. Und auch die Scherben offenbaren uns nichts. Ungewöhnlich. So, jetzt gehen wir Richtung Haupthaus. Oder? Wir gehen doch Richtung Haupthaus. Na? Jo, tun wir. Ja, hier müssen wir uns wieder auf die Taschenlampe verlassen. Meine Fresse, ist das Dusch da. Eieiei. Aber na gut, es gibt schlimmere Taschenlampen. Munition. Revolver Munition gefunden. Grundausstattung eines jeden gut ausgestatteten Waisenhauses. Neupakten. Noch mehr Neupakten. Neupakten. Verdammt, alles von der Akten. Bürokratie. Und noch mehr Akten. Gott. Dieses Haus ist voll Akten. Explodiert. Hat sich wieder selbst zusammengebaut. Ein Mahnmal für alle Aktensammler. Ja, den Fahrstuhl da benutzen wir noch nicht. Keine Ahnung wieso. Aber anscheinend richtig. Na komm, geh da rein. Jawoll. Ach Gott, das war der eine Flur da. Und da liegt ein Tonikum. Nimm's mit. Sehr schön. Tonikum gefunden. Noch Schrotmunition gefunden. Das heißt, es entwickelt sich so langsam zu einem Horror-Shooter, würde ich meinen. Ein einfacher Mülleimer. Aber wir haben das Schrotgewehr noch nicht gefunden. Ah, was haben wir hier? Ein paar Zettel, Verbandskasten. Schau mal einer an.
Verbandskasten gefunden, sag ich doch. Du Anfänger. Ha, der Schrank ist leer. Alles voller leerer Schränke, die Menschen haben keinen Besitz mehr, verdammt! Ah. Oder die ominöse schwarze Gestalt hat alles mitgenommen. Und hat jetzt irgendwo so ein kleines Häuschen, wo aller Zeug der Welt drin ist. Alles Zeug der Welt. Da ist noch ein Tonikum auf dem Schreibtisch. Das nehmen wir mit. Aha. Und jetzt heilen wir uns erstmal. Ne? Der Schlüssel für die Ideen, die Toilette im ersten Stock. Ich fand ihn im Raum 102 im Schlüsselkasten. Hab ich so langsam gelesen? Ach, Toniken. Leichte Heilwirkung. Ein Tonikum benutzen? Yo. Jetzt sind wir wieder healthy, Digga. Yo. Hier liegt ein Bericht von einem gewissen Martin Gordon. Das ist wahrscheinlich sein Schreibtisch. Vielleicht finde ich was Nützliches. Hier stehen die Benutzerdaten von diesem Martin Gordon. Personal St. Maria Orphanage. Mein Name Martin Gordon. Passwort 5189. Das habe ich mir unnötigerweise aufgeschrieben. So. Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Na? Und jetzt? Jetzt? Gott, wie lange habe ich denn geschrieben? Na, geht doch. 34. Street East, Calgary. Yo, Tiger. Aha. Da ist nichts. Ja, mehr war hier auch, glaube ich, nicht. Noch ein paar Akten, noch mehr Akten, verdammt. Was haben die überall Buch geführt? Ja, der Schrank ist leer. Große Überraschung. Leere Schränke in diesem Spiel gibt es wirklich genug. Vielleicht sollte ich... Pfui. Geh da nicht hin. Nein, geh da nicht hin. Bist du schlecht? Tu's nicht! Nein! Die Tür ist verschlossen, ein Schlüssel kann dir dafür helfen. Ein Glück. Da bin ich wieder dankbar für verschlossene Türen. Ja, jetzt gehen wir natürlich auch noch da rein. Was auch sonst? Was wollen wir hier überhaupt? Niemand weiß es. So, und jetzt gehen wir hier, glaube ich, die Treppe runter. Jo. Lasst das auf euch wirken. So, und weiter geht's. Einige, da steht schon wieder hell. Aber diesmal nicht in weiß. Das würde auch nicht so auffallen, denke ich. Das habe ich schon mal gesehen. Hey, du hast aufgepasst. Das habe ich schon mal gesehen. Die Hälfte auch. Verdammt, was sind das für Käfer? Mein Gott. Ist gläubig, schäm dich was. Speicherpünktchen, Speicherpünktchen. Und ganz böse Käfer. Passt mal auf, passt mal auf. Geh zurück, wir müssen aufpassen. Na los. Anfänger. Mann. Ja. Das sind nämlich ganz böse Käfer, die machen nämlich Aua. Aha. Und das Blödeste ist, ja, die kann man noch nicht mal irgendwie beseitigen. Drauftreten bringt nichts, mit dem Schwert zerhacken bringt nichts. Aber so groß ist der Schaden auch nicht, den sie machen. Das ist, naja, ist nicht unbedingt ein Vorteil, aber immerhin etwas. Na. Sehr einladend hier. Oh Gott. Das war alles so schlimm, als das hier stockt. Duster war, nur der Bildschirm. Ja, kann man die Tür zum Generatorraum. Dingsbums. Zentralrechner Generator, please insert name. Mit dem Namen von Martin Gordon und seinem Passwort aus den Akten ist es ein leichtes, sich in den Generatorrechner einzuhacken und die Tür zu öffnen. Dann mach mal, du Profi-Hacker.
Martin Gordon. Please enter password. Sternchen, 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 Sternchen. Also ich will zum Generator aus dem Laufen. So viel Text. Das habe ich in der Live-Aufnahme gar nicht alles vorgelesen. Jo, hier gab es noch mal ein kleines Rätsel. Pfui. UOL-Abbruch. Ja, hier ist ein Bildschirm. Aktivierung des Generators. Code bla bla bla. Ausführung bla bla bla. Wichtig. Ausführung verwenden, um obigen Code auszuwerten. Bringt uns meines Erachtens rein gar nichts. Doch natürlich bringt uns das was. Jetzt seh's. Erkennt ihr das Wort, was da drin versteckt ist? Naja. Ich hab's nicht erkannt. Ach Gott. Na klar. Meine Güte. Live-Kombination hier, ne? Also, wenn. So, da klingt hier. Gimli machen. O. P ist es nicht. Oha. O. N. L. Ach, drück L. Online. Ja, 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 nein! Gott, wie viele Versuche habe ich da denn gebraucht? Und es ist schlimm nachzuvertonen. Ich möchte wieder live aufnehmen. Heute Abend, wenn es dunkel ist. Ja, das ist gut. Was gibt der da für einen Mist ein? Sag ich. So schwer ist es doch nicht. Ja. Aber komm, es war. Wie spät war das denn? Das war 12:30 oder so morgens? Da ist das nur bis zu verzeihen. Alter Schawutzki. Ach, wir haben es geschafft. Nicht aufgepasst. Upsala. Sie wollten mich nicht holen. Wollten Sie mich nicht holen, wenn hier alles in Ordnung ist? Das Tor war zu. Ich konnte. Moment. Wie konnten Sie auf das Gelände? Durch das offen stehende Tor. Nun sind wir ja wieder zusammen und können von hier verschwinden. Aber zuerst sollten wir ein Telefon suchen oder so. Nein, verdammt! Wir sind eingeschlossen. Was, wie? Das ist eine Sicherheitstür. Wenn sie verschlossen werden, öffnen sie sich alle 2 Stunden von alleine. Wir müssen also nichts weiter tun als warten. Woher weißt du das? Aber wie? Dies hier ist ein besonderer Raum. Hier durfte nur der rein, der die Befugnis hat. Woher weißt du das? Ansonsten verschließt sich der Raum automatisch und man sitzt hier drin fest. Also heißt das, warten. Genau das heißt das. Wie heißen sie eigentlich? Sarah Valentine. Was machen sie eigentlich hier? Also hier so weit in den Bergen. Na. Na. Das ist eine lange Geschichte. Wir haben Zeit. Ich bin. Ich weiß nicht wann. Es ist länger her, glaube ich, aus Calgary weggefahren mit dem Auto. Lustiger Satz. Ich hatte einen wichtigen Auftrag zu erledigen und dafür musste ich in die Berge fahren. Kommen Sie aus Calgary? Nein, ich komme aus Haverhill in Massachusetts, da hier bei der Live-Aufnahme schon Schwierigkeiten bin. Das ist aber ganz schön weit weg von Calgary. Ja, ich bin mit dem Zug hier gefahren, hab mir ein Auto gegeben. Von da aus ging es in die Berge. Ich kam an diesen Gasthof. Der Kerl, den ich suchte, war da. Ich habe ihn dann draußen begraben. Mein Job war getan. Ich sollte nur zurück nach Calgary und diesen Typen treffen, von dem ich den Job bekommen habe. Und dann würde ich in den Ruhestand gehen. Aber es war zu spät. Daher bin ich durch Calgary durchgefahren und habe mir das Zimmer und im Hotel genommen. Ich wollte am nächsten Tag das Geld holen und gleich verschwinden. Naja, was dann im Hotel passiert ist, wissen Sie ja selber. Voll der harte Kerl. Warum haben Sie den Mann getötet? Hm? Ich weiß es nicht. Ich bekam einen Zettel, einen Namen und eine Adresse bzw. einen Ort, wo ich ihn am schnellsten finde. Ich spürte ihn auf und erledigte den Job. Ganz harter Bursche. Das ist grausam. Ich sitze hier mit einem Mörder.
Hören Sie, ich töte nicht einfach jeden, dafür werde ich bezahlt. Glauben Sie mir, ich tue Ihnen nichts. Ich würde Ihnen nie was tun. Wissen Sie, es gibt um meinen Job Regeln, die ich befolge. Sie gehören zum Beispiel zu einer Regel. Außerdem könnte ich niemals so eine Schönheit wie Sie ohne Grund einfach töten. Danke für das Kompliment. Oh, wie knuffig. Ich kann nicht. Wie unknuffig. Aha. Käfer. Die Tür ist wieder offen. Wir sollten von hier verschwinden, ja. Ach nee, es wird zu Ende. Naja, jetzt haben wir gerade geguckt, ob die Sarah vielleicht in der Party ist, aber das kann man nicht sehen. Was machen wir jetzt? Das Auto ist kaputt und die Polizei anrufen ist die einzige Idee. Die Telefone sind alle tot. Wir können niemanden anrufen. Wir sollten vielleicht erstmal wissen, wo wir hier sind. Oben ist ein Balkon. Versuchen Sie, darauf zu kommen. Vielleicht sehen Sie ein Haus oder eine Straße. Ich werde mich mal umsehen. Ich werde hier warten. Na dann. Aua. Aua. Speichern! Macht aber im Großen und Ganzen Laune, das Spiel. Mann, was stehst du denn da rum, du Noob, du? Ja, jetzt tauschen wir nämlich die Knarre gegen die Blade hier, gegen das Schwert. Und versuchen die Käfer zu schnetzeln. Fleischschwanzen-Ragout herstellen, habe ich da noch gesagt. Aber das geht nicht. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, wenn wir die Waffe tragen, könnt ihr uns nicht mehr wehtun. Mein Gott, er scheint noch zu leben, aber dieses Zeug, in das ihn die Käfer eingewickelt haben, es ätzt. Ich denke, dass man für ihn nichts mehr tun kann. Woher sind diese Käfer nur gekommen? Der Luftschacht. Daher müssen diese Käfer gekommen sein. Nein. Revolver ausgerüstet. Nein. Auf der Tür steht Patientenbereich. Die Tür ist elektrisch verschlossen. Ich brauche eine ID-Karte. Wie bei Metal Gear damals. Das waren schöne Zeiten. Aber Rising kommt ja bald. Dann kann man wieder zocken. Nein, ich zocke nicht. Entschuldigung. Mein Ausdruck. Gut, und jetzt, you take the elevator, ne? Yep. Zombies! Bam! Aha. Oh, du Noob, du. Bam. Ja, so geht das. Ich hab aber noch immer... Ich weiß nicht, ich hantiere jetzt anderthalb Jahre mit dem Maker herum und habe immer noch keinen richtigen Plan davon, wie so ein Shooting-KS funktioniert. Also so ein Schusskampfsystem. Keine Ahnung. Zumindest nicht richtig. Aber es gehört ja auch gar nicht her. Inventar. Ja, jetzt versuchen wir nämlich die Schrotmunition auszurüsten. Was mit einem Revolver natürlich auch höchst viel Sinn ergibt. So viel weiß ich dann auch noch davon, dass das im Normalfall nicht geht. Das Licht in dem Zimmer. In dem Zimmer, da ist Licht. Da ist ein Toni, komm auf dem Bett, nimm's mit. Sehr schön, Toni umgefunden. Doch nicht so unfähig, doch nicht so unfähig. Der Schrank ist leer. Gleich geschafft. Wuhu. Hat man mein Klatschen gehört? Hier? Oh, ein Badezimmer. Mit einem Speicherpunkt. Revolvermunition gefunden. Ja, genau, auf dem Klo. Da unten liegt ein Tonikum vor der Schüssel. Will nicht wissen, was da drin ist. Tonikum gefunden. Ach, habt ihr übrigens gesehen, der Spiegel funktioniert. Das ist voll toll. Und er berücksichtigt, in welche Richtung man geht. Das ist auch toll. Ja. Was stehst du da so lange rum? Du hast mir viel Zeit. Na los. Endgegner kloppen. Na los. Na los.
Und das Allerschlimmste ist ja, dass der noch nicht mal Spinnen drischt. Spinnen kann ich überhaupt nicht leiden. Aber er hat auch keine Fliegenklatsche dabei. Oh, Ende. Na, denn auch von mir nochmal ein Tschüss und danke fürs Zusehen. Nächste Aufnahme wieder Originalton. Versprochen. Soweit von mir. Auf Wiedersehen und Tschüss.